Guten Tag, ich bin hier auf der IFA 2016 in Berlin und bin hier beim Stand von der Deutschen Telekom gelandet. Funko Live, IFA 2016. Die haben einen neuen Tarif und der nennt sich Dayflat Unlimited. Was hat es denn damit auf sich? Ja, Dayflat Unlimited heißt ganz einfach 24 Stunden Surfspaß ohne Volumenlimit. Wie ist das denn plötzlich möglich? Denn ich habe vor einigen Jahren hat man ja noch gelesen, dass man sogar Volumenbegrenzungen in Festnetztarife einführen wollte. Jetzt plötzlich ohne Begrenzung auch im Mobilfunknetz. Ja, das ist auch immer eine Frage des Ausbaus der Netzinfrastruktur. Hier sind wir über unser LTE-Netz immer mehr dazu in der Lage, hohe Geschwindigkeiten anzubieten, hohe Bandbreiten anzubieten, die auch dann wiederum Angebote ermöglichen, die es dann abbilden, dass man beispielsweise 24 Stunden ohne Volumenlimit im Netz unterwegs sein kann, Musik streamen, Videos anschauen und einfach unbegrenztes Surfvergnügen erleben. Sie meinen, Ihr Netz ist jetzt ausgebaut, um auf den Datenansturm standzuhalten? Wir sind bei unserem Ausbau des Netzes immer schon einen Schritt voraus. Das heißt, wir bauen ja heute schon das Netz und wir entwickeln heute schon das Netz für übermorgen, weil wir einfach versuchen, das vorwegzunehmen, was der Kunde künftig auch benötigt. Und heute, ja, haben wir ein Netz, in dem wir solche Angebote realisieren können. Es gibt ja eine Flatrate, die jetzt für alle Kunden erwerblich ist, wo man im ganzen Monat unlimited surfen kann. Was hat es denn damit auf? Ja, unser neuer Premium-Tarif ermöglicht es, dass alles, was in diesem Tarif enthalten ist, tatsächlich flat ist. Das heißt Telefonie, SMS, aber auch das Datenvolumen. In diesem Tarif können Sie darüber hinaus auch die Auslandsnutzung angehen. Sie können innerhalb der Europäischen Union die sämtlichen Inhalte nutzen. Sie können in den USA, in Kanada, in der Türkei auch entsprechende Dienste nutzen. Alles das ist dort bereits enthalten. Ist es in nächster Zeit geplant, zu diesem Tarif einen passenden Junge-Leute-Tarif anzubieten? Also wir sind jetzt erstmal mit einem solchen Tarif gestartet für eine bestimmte Zielgruppe, die natürlich auch über die finanziellen Möglichkeiten verfügt. Das ist nicht ganz preiswert, das ist auch ganz klar. Wie sich das weiterentwickeln wird, das wird die Zukunft zeigen. Okay, dann danke ich Ihnen für Ihre Zeit und wünsche noch einen schönen Tag. Ich danke ebenfalls. Für weitere Videos von MyFunko Live kannst du diesen Kanal kostenfrei abonnieren. Mehr zur IFA findest du auf diesem Kanal.